Hallo und herzlich willkommen zu Wo long geht's denn? Den Joke hat noch niemand gemacht im Internet in Deutschland. Fallen Dynasty. Ja, Wo long ist jetzt, glaube ich, schon seit 3 Wochen draußen oder 4. Ich hab's hart, verpasst nicht, aber ich war ja krank. So, bei uns ist das ja alles immer ein bisschen mit Delay. Aber besser spät als nie. Endlich spielen wir Wo long. Von den Machern von Nioh. Ist ein Souls-like. Und ich glaube, die Nioh-Reihe ist auch neben der Dark Souls-Reihe natürlich, die das Genre geprägt haben, wahrscheinlich das erfolgreichste Souls-like. Kleiner Disclaimer: Ich spiele auf der Playsy. Holt euch das ja. Holt euch das auf gar keinen Fall auf Steam, solltet ihr Bock haben. Es ist da katastrophal bewertet. Es ist wohl ein richtig schlechter Konsolenport auf Steam. Also super scheiße transportiert quasi für den PC. Ich habe mich da jetzt nicht eingelesen. Ich habe nur mitbekommen, dass es absolute Katastrophe ist. Und das ist gerade so aktuell eh so ein Ding. Es ist ganz vielen Konsolenspielen so. Ich sage ja immer wieder, die Konsolen halten uns zurück. Es nervt. Anyway, wir starten ein neues Spiel, gehen direkt rein. Und ich bin sehr gespannt. Ja, let's fetch. Schauen wir uns mal den Trailer an. Ah, Skyrim, ne? Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Elixir, ja, ja. Among them was the first emperor of the Jin, who lusted for immortality. Ja, ja, die Leute wollen ja immer mehr. Das ist ja das Problem. To obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. Ja, das ist Karma. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflicts and political machinations. Ja, dann ist natürlich die Scheiße am Dampfen, ne? Many moons pass and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant. Okay, Drachen. Across our land. Okay, es gibt irgendein Elixier. Heilige Scheiße. Gibt irgendein Elixier. Unsterblichkeit. Leute sind greedy. Das Han Empire ist kurz vorm Ende. Anscheinend werden die hier gerade angegriffen, I guess. Ja, mach die Zivilisten weg, komm. Jüngerer Brüder. Shall soon bask in the majesty of the yellow heaven. Bring prosperity for all. Aha, das sind beides Brüder. Er ist wahrscheinlich der Chef und er ist der Vollstrecker, der Jüngere. Okay, und es gibt irgendein heftiges Elixier, das die Ultra Strong macht. Oh, Bro, muss nicht. Alter, hat der eine Keule. Waller und ich rede von seiner Waffe. Oh, okay, irgendwer ist hier ein Retter. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh! Okay, und der hat keine. Der ist blind? Lee Sin? What? Ja, ja, irgendwie, ne? Und das ist wahrscheinlich die Mechanik, wie wir immer wiederkommen. Ist ja ein Souls-like. Okay, irgendein Amulett-Symbol. Ist das dieses Elixier? Nee, ist ja nicht flüssig, oder? Thank you! Der hat das aber auch. Ja. Eine Art Amulett. Das ist ein Drache, der sich in den Schwanz beißt. Doch, das ist dieses Elixier-Feld. What?
Okay, Leute. Also das war sehr explizit, Junge. Die haben es ja übel weggemacht. Aber warum war das so in Egos-Perspektive? So, wir erstellen jetzt einen Charakter, ja? Ja, wir nehmen mal Girl Power. Ja, jetzt hier irgendwie am Tamumba ähnlichsten, ne? Nehmen wir die. So, Stellung. Hä, das ist nur wie ob X oder X-Beine oder nicht, oder was? Gut. Gut, das passt links oben nicht ganz, ne? Ja, ist egal. Ist auch egal. Gut. Gesicht. Ja, das ist egal. Also, es passt schon. Ja, die Schminke. Ja, die Slate schon hart. Das ist schon wichtig, finde ich. Ja. Guck mal. Oh, TikTok-Eyeliner. Normaler Eyeliner, ne? Ich kenne mich ja aus. An die 5% Mädels auch, ne? Ich, Slay, Junge, we stan. Ja. So. Ja, klasse. Wimpern auch. Ja, ist gut. Komm. Wir wollen ja Leute abstechen. Ja, passt. So erstellt man Charakter. Hab das auch mal gelernt. Gut. Ich bin echt gespannt. Boah, Digga. My wish has been fulfilled. As long as we have you, victory is still possible. Consider that a talisman of protection. Schutztalisman. It may just save your life one day. Ja, hat er ja gerade. Oder nicht? I cannot allow this travesty to continue. Ist er der Chef? Junge mit Augenbinde. Ja, er ist bestimmt Prinz oder so. Sie denkt sich nur so, komm, halt die Backen. Ich mach die alleine. Okay. Abgelegenes Bergdorf. Take this. I'm sure it will prove useful. Drachenheilungstopf. Okay. Damit heilen wir uns. Ist das hier Estus Flakon? Gut. Schauen wir mal. Also, Graphic ist real lit. Naja, ne, für 23 ist okay. Ich finde immer, es sieht so aus, das fiel mir schon on stream auf. Ich habe ein, zweimal reingeguckt. Als ob die immer so über dem Boden schweben. Also man, die Füße haben nicht so richtig Impact auf den Boden. Das finde ich immer, das war auch bei nie. Ja, ist auch egal. Es ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau, ne? Okay, ich bin gespannt. 1000 Anzeigen. Ich habe nur einmal Kreis gedrückt. Ist das Dash? Springen ist auf X. Schlagen ist auf Y. Viereck. Ah ja, okay. Also leichter Angriff, schwerer Angriff. Zack. Kann ich auch wiederholen? Was ist denn der gelbe Balken jetzt? Wird mir nur erklärt, oder? Okay, jawohl. Und irgendwie Schultertasten? Okay, blocken. Okay. Und wenn ich die, also wenn ich R2 drücke oder RT, dann kommt da irgend so eine Anzeige. Wahrscheinlich sind das dann später Fähigkeiten. Und das ist R1. Okay, das ist irgendeine Spezialattacke. Heftig. Gut, schauen wir mal. Also wir haben da so auf dem Kompass, ne, so rot hier. Was bist du? Das ist ein Gegner. Normaler Angriff, Willensangriff ist schwerer Angriff quasi. Willensangriff ist langsamer, verursacht aber höheren Willensschaden. Okay, ist doch nicht einfach nur ein schwerer Angriff, der die Willensanzeige des Gegners verringern kann. Außerdem kannst du bei hohem Willen den Überfluss einsetzen, um deinen Schaden zu erhöhen. Ja, ich weiß Bescheid. Okay, anvisieren, rechter Stick reindrücken. Dann machen wir mal Willens. Wille! 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 Klettern, springen Richtung einer Wand, drücke. Okay. So, looten. Kappe des Soldaten der gelben Turbane. Ja, bin ich jetzt einer von euch, wa? Fernkampfwaffen gibt's auch, schön. So, hier. Klasse.
Okay, also ist jetzt alles erstmal sehr viel, ne? Aber ich fühle das auch mit euch. Alter, we lit! Okay. Also, ich sehe da Elementarressourcen, ne? Das ist unter Widerstand, die unterschiedlichen Farben. Leider kann ich da irgendwie nicht so hin und es ist auch nicht ausgeschrieben, es ist nur eine Symbolik. Das finde ich immer doof. Beschreibung? Spitze. Aha. Ja. Ja, so, aber da steht nicht welche. Naja, ich will auch immer direkt alles wissen, das ist auch so mein Problem. Spezialeffektdetails. Eis, Angriffskraft, Nahkampf. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Attribute. Schwerer Aufbau bei Gegnern. Erhöht den schwerer Aufbau bei Gegnern. Schwerer Aufbau? Ich habe das Gefühl, irgendwie die Übersetzung ist auch ein bisschen... Ein Statuseffekt, der nach Erreichen einer gewissen Menge Steinstatus aus... Okay, ich hoffe, die erklären uns das alles nur in Ruhe. Okay, aber wie komme ich über eine Wand? Ah, hier wahrscheinlich, ne? Aber will ich nicht erstmal hier gucken? Guck mal. Blitterwahres Key. Gut. Ja, ja, machen wir. Alter, okay, man ist sehr mobil. Ach krass, die entdecken einen auch. Nee, 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 Freundchen. Okay, beide tot. Einfach nur mit... Irgendeine Anzeige war jetzt fast voll. Da steht jetzt eine 0, ne? Sehr zentral. Mit so einem orangenen... Das nimmt jetzt... Blocken. Blocken. Kreis. Direkt vor einem gegnerischen Angriff. Ausweichen. Doppelt. Schnell drücken. Okay, mit Kreis kannst du den Angriff eines Gegners umlenken. Wenn du diese Aktion zeitlich auf den Angriff eines Gegners abstimmst, kannst du nicht nur den Angriff umlenken, sondern auch den Willen des Gegners und das untere Ende seiner Willensanzeige senken. Gleichzeitig erhöht sich dein eigener Wille. Okay, also ist irgendwie ein bisschen alles schwierig ausgedrückt, weil es entstehen eher mehr Fragen, als dass ich verstehe. Also ich habe eine Willensanzeige, der Gegner hat Willen, aber bei mir steigt die von 0 und beim Gegner ist es schon da und da geht es eher darum, die abzunehmen, ja? Aber was passiert, wenn die auf 0 ist? Okay, I try gerade zu... Aha. Na, mach mal. Ey, lass mich doch mal trainieren, du Affe. Kann ich von hinten backstabben? Ey, also Fernkampf muss jetzt nicht sein. Mir wurde auch noch nicht gesagt, wie ich mich heile. Okay, cool. Ich fände es halt cool, würde das Tutorial so sein, ne, dass hier in der Mitte wird mal so abgebildet und dann gibt es so drei Pfeile und dann steht, was ist das obere mit der 1, was ist das grüne und was diese untere Leiste, die so gezackt ist. Also, was ist denn daran so schwer, einem das einfach mal normal zu erklären? Die Zeit haben wir doch auch. So, wie heile ich mich denn? Pfeiltaste nach oben. Wurde mir das gesagt? Oh! Jetzt wirst du aufgeschnitten. Also ich kann überall draufklettern, ne? Das ist cool. If we lower that, it might serve as a platform. Okay. Ach, dann kann man hier immer wieder hoch. Nee. Doch, heilige Scheiße, sind die athletisch. Ja gut. Okay, wir machen jetzt mal ein bisschen Progress. Wir sind übrigens wieder hier. So, Abfahrt. Haben wir EP oder so gewonnen? Ist die grüne Leiste vielleicht EP? Müssen wir mal drauf achten, wenn wir einen wegmachen. Okay, hier können wir nicht lang. Hier vielleicht? Nee. Aber, also Gameplay ist geil. So, ich glaube, man muss halt erstmal reinkommen mit Timings, so blocken und so. Ist jetzt Moralwille oder ist es wieder was anderes? Dein Moralrang. Das ist das Goldene. Beeinflusst deine Kampfkraft. Ein Gegner mit einem hohen Moralrang ist gefährlicher. Bedrohungsstufe 0, 1, 5 und so weiter. Okay. Aber wo sehe ich denn, was der Moralrang ist? Ach, 3. Steht drüber. Okay, und ich habe 1. Aber wenn ich den besiege,
bin ich fast 2. Seht ihr das? Und dann mache ich mehr Damage. Wollen wir so eine Spezialattacke machen? Ja, jetzt sind wir Rang 2. Ist doch der Hammer. Aber das Grüne ist nicht Erfahrung. Oder? Und links unten haben wir ja 740 irgendwas. Ich weiß gar nicht, wo meine Cam hinkommt. Wir schauen mal. Kann ich auch in die Häuser? Cool. Oh! Stangenpodau! Ringknauf, Säbel. Aha. Und Stangenpodau. Ach, wir haben 2? Wir haben 2. Junge, das macht ja übel viel Willensangriff. Okay, aber... Nee, der... Benutzt jetzt nicht beide. Wie benutze ich denn... Ah, R2 und dann runter? Ah, ich kann zwischen den Waffen wechseln. Okay, kann ich davon 2 haben? Kann ich die Dual wielden? Nee. Okay, aber kostet das irgendwie Belastung? Also move ich dann langsamer oder so? Sternenregen. Spezialeffekt. Geil, das ist wie bei Elden Ring. Also jetzt. Ne, I guess nur, Digga. Dass jede Waffe eine, so eine Spezialfähigkeit hat. Okay. Und die Elemente unterschiedliche, ne? Ja. Ja, ja, ja. Okay, aber mit dem Stangen, mit der Stangenwaffe Podau, Digga, mit dem Pedal hier zu blocken, ist schwieriger. 76%. Der Säbel 117. Also wahrscheinlich langsame, schwere Waffen. Die hauen halt richtig rein. Aber es ist schwerer, mit denen wahrscheinlich zu parieren. Blocken gegen gegnerische kritische Treffer. Ein Gegner holt aus, um einen kritischen Treffer auszuführen, der deine Abwehr überwindet. Erleidest du Schaden durch einen kritischen Treffer, sinkt dein Moralrang um 1. Wenn du einen kritischen Treffer eines Gegners blockst, steigt die Kraft des Blocks und du kannst die Haltung des Gegners enorm stören. Und dein eigener negativer Wille kann sich erholen. Okay, ich glaube, wir dodgen einfach nur. Das war ja komplette Katastrophe. So, aber ich glaube, jetzt muss ich ihn einmal blocken, damit er sich wieder erholt, ja. Mostly peasants who suffered from political corruption and natural disasters. Yet, they have deteriorated into mere bandits that prey on others who are also weak. Whatever could have changed them to this extent, I wonder. Ich glaube, der Balken, der vorher grün war, unter dem Moralrang, der jetzt rot ist, ich glaube, das ist unser Wille. Oder? Oh Mann, ich hätte so Bock, das zu streamen. Ich will das schon wieder direkt jetzt hier 80 Jahre zocken. Kleidung des Banditen ist die besser. Junge, looten und leveln. Geil. Alter, we lit. Ich bin jetzt einer von denen. Die dürften mich jetzt gar nicht angreifen. Oh, wer bist du denn? Schade. Okay, also... Aha. Nachdem du dich an einer Standarte ausruhst, werden deine Ah, hier, Leuchtfeuer. Alles immer... Ja, steck rein. Schön. Indem du deine Standarte hilfst, erhöht sich dein Standhaftigkeitsrang. Dein Moralrang sinkt. Ey! Okay, Leute, unser Standhaftigkeitsrang hat sich jetzt erhöht. Notiz eines Banditen der gelben Turbane Teil 1. Alter, Lektüre. Warte mal. Dokumente. Sieh dir Dokumente zu Charakteren und Gegnern an, die du getroffen hast. Oder liest diverse andere Informationen. Ah, cool, 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 cool. Also, wer ist er? Ein junger Mann mit unbekannter Identität. Gut.
Der wird safe unser Mentor oder irgendwas. So, der... Warum fährt das runter? Ist einer der Anführer der gelben Turban gegründet. Warum fährt das denn runter? Stopp! Ist einer der Anführer. Warum fährt das runter? Bitte. So, er, der war einmal kurz im Trailer. Hallo. Auch einer der Anführer. Und er auch. Ach, das waren unterschiedliche. Sind das Brüder? Ich lese mir das jetzt nicht alles durch, weil es auch runterfährt. Enzyklopädie. Hier kann man alles nach. Okay. Also die Zeit haben wir jetzt hier in der Aufnahme nicht, aber das ist auf jeden Fall nice to have. Okay. Und hier ist auch nochmal Tutorial. Hier ist alles. Okay, Wille. Wille ist ein wichtiger Wert im Kampf. Er steigt, wenn du einen Gegner angreifst oder erfolgreich blockst. Okay. Wille erlaubt dir auszuweichen, zu blocken, Kampfkünste auszuführen und Zauber zu wirken. Wenn dein Wille im positiven Bereich ist, wird er verbraucht, um die Kraft deiner Angriffe zu erhöhen. Automatisch. Wille sinkt, wenn du bestimmte Aktionen ausführst oder von Gegnern angegriffen wirst. Psst. Wenn dein Wille durch einen gegnerischen Angriff... Gut. Wenn dein Wille durch einen gegnerischen Angriff die untere Grenze erreicht, verlierst du deine Haltung und wirst kurzzeitig wehrlos gegen Angriffe. Aber was heißt das? Gut, werden wir... Also taumel ich dann so dumm rum oder bin ich dann gestaggert oder kann ich dann einfach nur nicht mehr blocken? Bleibt dein Wille für eine Weile unverändert, kehrt er zu seinem Standardwert von 0 zurück. Okay. Also ist eher etwas wirklich während des Kampfes. Willensanzeigeverringerung. Fügst du einem Gegner Willensschaden zu, also mit den schweren Angriffen, entweder durch, achso, durch Kampfkünste, Zauber, Blocken oder indem du Körperteile zerstörst, senkst du die obere und untere Grenze seiner Willensanzeige. Führe diese Aktion mehrfach aus, um den Willen des Gegners zu seiner unteren Grenze zu bringen. Ja, so schnell, so lange halten doch die Fights nie an. Ist wahrscheinlich eher bei schweren Gegnern etwas Wichtiges. Bei Bossen oder so, dass man die richtig bearbeitet, dass sie irgendwann nur noch Scheißwille haben. Sobald sie einmal geschrumpft ist, bleibt die gegnerische Willensanzeige so, bis du eine Willensstörung auslöst. Und was ist das? Steigt dein Wille jedoch über die Grenze, erholen sich die... Gut. Ah, wenn die Willensstörung haben, kann man tödliche Angriffe einsetzen. Ist wahrscheinlich, wenn deren Haltung dann irgendwann bricht oder was. Verringert aber ihren Moralrang. Gut. Ja, okay. Das aber ist schon mal... Also, ich habe immer noch ein paar Fragen, aber ist schon mal gut im Kopf zu haben, sage ich mal. Ne? Schön. Ja, ich glaube, wir gehen weiter. Also, ich habe das Gefühl, wir werden eh mit dem Einhandschwert... da stand gerade was. Wahrscheinlich sollte ich genau das machen. Ich habe zufälligerweise gemacht. Ja. Entspann dich. All gut. Was hier oben? Deine Gesundheit wird wiederhergestellt und alle Statuseffekte verschwinden. Ja. Aber was ist denn der Standhaftigkeitsrang? Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ist das Moralrang? Hinter oder über einem Gegner, der dich nicht bemerkt. Scheiße. Oh, ja, da war ich jetzt und ins Feuer. Da war ich jetzt, da hat meine Haltung gebrochen. Weil ich konnte nicht moven. Okay, ist wie ich dachte. Abwehren, L1. Genaues Timing ist nicht nötig. Okay, das ist einfach nur blocken. Kostet Wille. Okay. Vergeltung, erneute Rückkehr. Warum fährt das denn runter? Ich kann es leider auch nicht mit den Pfeiltasten. Jetzt muss ich warten, ehe es wieder oben ist. Du verlierst deine Moralpunkte und die Hälfte deines wahren Keys. Das ist die Währung unten links, wa? Wenn ein Gegner dich tötet, der Moralrang des Gegners, der dich getötet hat, steigt. Du erhältst dein verlorenes wahres Key und die Moralpunkte zurück, indem du diesen Gegner tötest.
Ist der Gegner ein Boss, erhältst du sie zurück, indem du ihn erneut herausforderst. Stirbst du jedoch erneut, bevor du sie zurückerhältst, sind die weg. Okay. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, dass es automatisch runterfährt. Das ist ja giga nervig. Gut. Wir nehmen das Schwert. So. Aha, also wir schleichen, indem wir nur ein bisschen den linken Stick bewegen. Und dann, wenn das so orange wird, schneiden wir ihn übel auf, Moralrang steigt, das ist ja der Hammer. So, wir dürfen das Feuer nicht mal berühren. Ja, wir clearen die erstmal, oder? Was ist da oben? Schuhe. Ja, klasse. Übrigens, was gibt's denn da noch? Inventar, Status, Titel. Mhm. Fotos. Also, ich find's bisher richtig geil. Weil, also auch wenn ich natürlich hier so ein bisschen kritisch bin bei der, ich sag mal, Heranführung. Also ich verstehe immer nicht, was das Problem ist, ordentliche Tutorials zu machen. Wobei, wir haben ja alles. Also ist ja jetzt kein Drama. Ne? So, wen mache ich weg? Der. Der hat Rang 3. Aha, ich muss immer darauf achten, dass es orange bleibt. Den haben wir. Wir sind jetzt Moralrang 4. Ist das nicht klasse? Der hat uns noch nicht bemerkt. Jawoll! Ja, das läuft. Oh Gott! What? Okay. Guck mal, ich bin noch einer von euch. Junge, der hatte Moralrang 6. Das war der, der mich gekillt hat. Standhaftigkeitsrang auf 4 gestiegen. Ja, aber was... Wisst ihr, das meine ich. Mir wurde noch nicht erklärt, oder? Also bin ich so blind, dass mir noch nicht erklärt wurde, was überhaupt Key ist, bevor über Key gesprochen wird. Oder was überhaupt ein Standhaftigkeitsrang ist, bevor darüber überhaupt nebenbei so das erwähnt wird. Ich habe immer das Gefühl, es wird dann... Ich fände es cool, wenn die Wordings erstmal klar sind, bevor die so nebenbei fallen. Das sind aber echt sehr viele Standarten, ne? Standhaftigkeitsrang ist auch Moralrang. Du hättest mal die Backen. Weil ich war bei 5, jetzt der bei 6. Nur ist einfach doppeltes Wording. Das ist ja klasse. Toll. Toll übersetzt. Oh Gott, was? Zombies? Hey, ich hab nur gedodged. Geil, dass er mitfaltet, übrigens. Aber das Grün ist unser Leben. Ich will ja, dass wir zu seinem Haus gehen. Oh. Nein, nein, nein. Rang 8. Ja, da hast du kassiert, ne? Oh. Ja, man hat da nicht so viel Reichweite wie mit dem... Aha. Okay, jetzt achten wir mal unten ein bisschen auf die Willensanzeige. Dann haben wir bald auch alles. Oh Gott. Aha, der Wille geht nach unten. Und nimmt aber langsam ab. So, jetzt... Jetzt ging der nach oben, blau. Hm. Okay, also ne, slow and steady kommt die Knowledge in mein Brain. Brauch nur ein bisschen Geduld. Gehen wir überhaupt richtig? Ja, ich habe das Gefühl, so gegen die Zombies zum Beispiel wäre die andere Waffe, glaube ich, besser gewesen. Weil einfach mehr Reichweite und dann... So, ein Splitter ist wahres Key, ist wahrscheinlich eine Seele, ne? Die man so konsumieren kann und dann kriegt man Key. Ey, geiles Game. Wirklich. Aber warum geht das auf Steam nicht? Das nervt mich ja. Kampfkünste, geil, jetzt haben wir's. R1 und dann jeweils leichte oder schwere Attacke, beziehungsweise leichte oder Willensattacke.
Da muss ich jetzt zugeben, hätte ich, glaube ich, jetzt eher nochmal in Ruhe. Okay, geil, dass er aber auch nicht seine Haltung bricht, ne? We shall find out soon enough. Okay. Ja, wow, ich konnte einfach nur abkürzen. Ich lese mir, also... Dämonenaufzeichnung. Aha. Okay, also Dämonen ist wieder ein Ding. Was ich machen wollte. Du kannst deine Kampfkünste einsetzen, wenn deine Willensanzeige niedrig ist. Aha. Okay, ich glaube, niedrige Kampfkraft, Wille oder positiv, also niedrig oder hoch muss nicht unbedingt schlecht oder gut sein. Ich glaube, man kann da nur gewisse Aktionen in diesen Bereichen machen. Das ist, glaube ich, so das Ding. Ey, ich finde mega cool, dass es hier irgendwie so einen Sneak-Faktor gibt. Dass man theoretisch schnell so, und dann, zack, und dann ist der down. Oh, der lebt noch. Aber Moralrang runter. Zack. Und weg mit der Scheiße. So, und du bist jetzt auch mal dran. Alter. Moralrang 7. So, und jetzt müsste der auf 8 gehen. Nee. Okay, es sind doch andere Sachen. Ist einfach nur random, dass ich hier beides gleich hoch hatte. Crazy. Aber wo level ich denn? Level ich hier mit diesem Ding? Nee, ich kann das irgendwie nicht auswählen. Who knows? That would be the leader of this unit. A formidable opponent, no doubt. Okay, Anführer. Und da ist eine böse Standarte. Und die muss ich holen. Gut. Ja, wir haben einen Healing, dann we try. Oh Gott, ich habe Respekt. Ah, shit! Ich bin tot! Ach du Kacke. Ja, da hatte ich jetzt noch Schwierigkeiten zu erkennen. Greift jetzt schnell an oder holt er jetzt aus? Weil er hatte so ein fettes Ding. So. Wo sind wir auch? Hier. Oh. Ich muss die auch alle nochmal machen? Nee, ne? Da rennen wir jetzt einfach durch. Ja, da rennen wir einfach durch. Guck. Wenn ihr einem hinterher, nö, ne? Jetzt, ihr merkt schon, langsam flotter, ne? Zack, Junge, weg mit dem. Okay, ja, so wird das Gameplay dann auch schnell geschmeidig. So. Ich hätte jetzt gern meine Moneten wieder. Oh, der ist jetzt Moralrang 10. Der wird da einfach jetzt immer stärker. Oh. Okay, ich habe random das gut abgewehrt. Aha, da blockt er jetzt rein. Ha! Jawollo! Okay, das war, weil sein Wille komplett down war. Armschienen des... Oh, Junge. Lila. Lila. Okay, erstmal besseres Gewand nebenbei. So, und jetzt hier. Oh. Klasse. Toll. Geil. Junge, ist irgendwie eine geile Mechanik da... Dass man diesen Moralrang so grindet. Ist ein bisschen wie bei Dark Souls Menschlichkeit, ne? Nur irgendwie... Also auch cool, dass damit so ein bisschen... Es ist doch der Moralrang. Hep. Oder nicht. Ich bin so verwirrt. Jetzt kann ich mich ausruhen. Okay. Stufen auf... Wir können direkt reisen. Cool. Zauber gibt es später auch. Okay. Online-Lobby? Kann man Koop spielen. Wäre auch geil. Stufenaufstieg. Holzkraft.
Feuerkraft, Erdkraft, Metallkraft, Wasserkraft. Okay. Beeinflusst Gesundheit und bei erlittenen Treffern verlorenen Willen. Okay, das, was in der Farbe markiert ist, wird besser. Also, Holz ist wahrscheinlich so Defense, ne? Ne, Zauberdauer wird erhöht, Willensverteidigungshöhe, Gesundheit wird erhöht. Und die Erddefense. Und der Holzschaden. Glaube ich. Ne? Da ist das Schwertsymbol, wahrscheinlich für Angriff. Ich weiß nicht, wo meine Cam ist. Tut mir leid. Okay. Beschreibung. Achso, ja. So, Feuer geht auf Angriff und Kampfkünste. Und auch Gesundheit. So, Erdkraft geht auf Blocken. Und Ausrüstungsgewicht gibt es doch. Metall geht auf Zauber und Willensdauer. Und Wasser geht auf Heimlichkeit. Fernkampfwaffe. Und da jetzt auch wieder Blocken, aber das ist ein anderes Blocken. Okay, die Willengewinnrate beim Blocken wahrscheinlich. Und die Willenverbrauchsrate durch das Blocken. Aber wir können nur blocken, wenn wir Wille haben. Beziehungsweise wir müssen so... Okay, also blocken kostet Wille. Und wenn das in den negativen Bereich geht und ich die ganze Zeit blocke, verliere ich irgendwann meine Haltung, richtig? Ist das der Clou? Gut, also ich würde sagen, wir machen einmal Feuer, weil Damage ist besser als Schaden, ihr wisst. Hallo? Erhöhen. Um Gottes Willen. Einmal... Ach nee, die Kampfkünste verbrauchen weniger Wille. Und durch Angriffe gewinne ich mehr. Ich verstehe. Und oben geht der Schaden hoch. Krass, okay. Blocken, Willengewinnrate. Ach, aber okay. Ah nee, durch erfolgreiche Blocks gewinnen wir aber auch Wille. Wir dürfen einfach nur nicht sacken. Crazy. Ja. Alles einmal? Ich mach mal so. Ich glaube, da muss man erst eine Weile spielen, ehe man dann so einen Gameplan entwickeln kann. Okay, wir haben einen Zauber freigeschaltet. Zauber lernen. Okay. Feuerball, Sprengfackel. Ah, das verbraucht 3 Moralrang und 420 Wille. I guess. Wolkenhaltung. Okay. Für eine bestimmte Zeit wird der Willensverbrauch während des Blockens reduziert. Mhm. Das klingt eigentlich ganz geil. Kann man so beim Bossfight wahrscheinlich, ja. Okay, wir nehmen mal so eine Explosion. We try. Aber was kostet das jetzt? Ach so. Ach, weil ich in dem Ding einmal reingeskillt habe, habe ich da dann ein... Ich verstehe. Ein Skillpunkt, oder? Habe ich bei allem einen reingeskillt? Nö. Also das Blocken fand ich interessant. Aber wir können aber nicht verwenden mit den aktuellen Tributen. Ach, weil ich dafür... 2 in Wasser reingeskillt haben muss. Habe ich aber nicht, wa? Mhm. Da brauche ich 8. Okay, also es macht schon Sinn, auf eine Sache zu gehen. Gut. Achso, Zauber festlegen. R2. Mit R2. Verwende eine mystische Technik des ewigen Wegs, die Willen verbraucht. Jeder Zauber erfordert einen bestimmten Moralrang. Ach so, nee, ich verbrauche nicht den Rang. Ich brauche nur einen gewissen Rang. Ah, krass. Also, hands down, diese Mechanics finde ich ultra geil. In dem Game.
sehr unique auch, oder? Also, dass sich alles um diesen Moralrang regt und damit dann auch automatisch so ein bisschen die Gegnerstärke festgelegt wird, aber auch wann man zaubert. Naja, und es ist super interessant, weil wenn man mal sackt, kann man in so einen Sackstrudel reingeraten. Versteht ihr? Richtig, dann saugt man. Also, wenn man beim Boss ein paar Mal verliert und der immer höheren Moralrang bekommt und wir immer schlechteren oder wir oft auch einfach die Crits nicht gut blocken, da muss man richtig aufpassen. Das ist jetzt safe, Bossfight. Safe, oder? Dogs of the Hard Court, are you? Ah, der Keulendude. Oh. Any who oppose us shall know only the end of our blades. Mhm. So, los geht's. You'll be begging me to spare you. Oh. Oh, shit. Oh. Ich kann nichts machen. Da, ich glaube, ich habe zu viel gedodged und deswegen ging meine Willens... Ich muss das noch checken. Ich glaube, ich habe zu oft Kreis gespammt, auch einfach für dodgen. Und deshalb... guck mal. Wenn ich hier die ganze Zeit dodge, ihr seht es. Die Willensanzeige geht immer weiter runter, weil ich Erfolg... Ich dodge ja nicht erfolgreich. So, und wenn die ganz unten ist... Theoretisch glaube ich jetzt... I don't know. Ich meine, mit der Zeit finden wir es eher raus. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Ja, ja, so Abfahrt. Komm, mach. Kann ich skippen? Ja. Ah, und oben sieht man auch seinen Willen. Ach, shit. Ah, und guck mal, die wurde jetzt reduziert. Man sieht's oben. Die wurde verkürzt. Sehr gut. Die wird verkürzt. So, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr dodgen kann. Das heißt, ich muss jetzt ein paar Hits landen mal. Shit. Ich muss mich heilen. Zack. Ja, so easy. Guck mal, ich verkleiner seine Kackleiste. Ja, jetzt habe ich das Problem. Aha. Wir verkleinern seine Scheißleiste. Der ist gleich so erledigt. Und jetzt aber resettet. Okay, aber er ist quasi tot. Oder? Nee, der hat noch ein bisschen Leben. Oh, shit. Nein, ich will mich doch heilen. Oh. Also das Heilen muss auf eine andere Taste, weil ich steuere hiermit und ich muss immer vom Steuern weg, und zwar weit weg, um mich zu heilen. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig wegrennen und mich heilen. Das ist super kacke. Das ist wirklich kacke. Das muss ich irgendwie umlegen oder so. Okay, aber war schon ein guter Try. Aber es ist geil. Actually, also der Bossfight bringt mir gerade die Mechanics bei. Finally. Ach, shit. Ich kann ihn ja auch die ganze Zeit übel interrupten. Guck dir das an. Ich kann ja einfach spammen, weil ich kann schwere Angriffe machen, um Moralverlust zu erzeugen. Dann mache ich...
Und dann mache ich also schwere Angriffe. Scheiße. Rein. Das hat gesessen. So, jetzt heile ich mich und gehe mit dem rechten Finger hier hin, damit ich mich heile. Oh. Hat er gedodged, die dumme Sau. Ist ja so easy, das Game. Scheiße! Ich konnte mich nicht heilen. Also das Heilen ist ein Problem. Ist ja alles easy, aber das Heilen... das ist scheiße. Ja, ja, ist ja gut. Aber übrigens, Loading Screens sind alles recht schnell. Fast. Aber ich muss sagen, hier so kackt die Grafik echt ab, ne? So, also sobald irgendwie Fackeln oder sowas nicht da ist. Sowas ist nice irgendwie, ne? Wie hier auf den Brettern das Licht so ein bisschen spiegelt, der Mond. So, man hat hier so ein paar Spitzen. Ja, aber sobald das Licht weg ist, ist die Grafik echt Müll. Also, nicht Müll, aber... You know. Was war das jetzt? Ja, willst du... Oh, shit. Ja, manchmal kann ich ihn da hinten dann reinstechen, manchmal nicht, ne? Jetzt konnte ich. Ich glaube, weil sein Wille dann dadurch... Durch den fehlgeschlagenen Angriff. Lol, der schießt ihn ab. Oh, shit. Okay, jetzt... Heile ich mich. Oh. Ja, ja. Oh. Ich find's weird, manchmal wird der Sound ultra leise. Ist mir gerade beim, während ich so starb, aufgefallen. Okay, also seine roten Attacken, die bringen mich, also seine Crits, die bringen mich immer um. Ich habe jetzt mehrmals versucht, einfach außer Reichweite zu gehen, aber der Charge stand schon ziemlich weit. Aber ich muss in dem Moment, wo er crittet, nur einmal zuhauen, oder? Da war ich jetzt, glaube ich, selber. Okay. Kriegst nicht gebacken, mal ordentlich zu parryen, Digga. Ist doch scheiße. So. Aha. Ich konnte ganz oft nicht parieren, weil ich in der Angriffskette bin. Ne, wenn ich dann einmal in schweren Angriffen bin, so, und jetzt ist seine scheiß Haltung auch weggebrochen. So, jetzt mach ich mal so einen Feuerball, oder? Scheiße. Ich... So dumm, wenn man One-Shot ist und dann gerade die Willensanzeige null ist. Okay, ja, es gibt echt ein paar Sachen, auf die man achten muss. Weil jetzt eben habe ich mich mega sicher gefühlt. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe dann versucht, mit R2 mal einen Zauber zu machen. Und schon ist man RIP. Weil ich dann irgendwie zweimal getroffen werde. Dann ist meine Haltung futsch. Ich kann mich nicht mehr heilen, weil ich quasi gestunt bin. Okay. Aber eigentlich ist der easy. Bin ich schon fest von überzeugt. Allein, dass man den so vor sich herscheuchen kann. Guck, also man interruptet ja immer seine Angriffe. Feuerball. Look at this. So, und jetzt breche ich seine Haltung und gehe da mal richtig rein. Ich kann ja auch hauen, wenn er auf dem Boden liegt. Also eigentlich ist easy. Zack, Junge.
Feuerball. Zack. Oh. Feuerball. Und. Nein, und jetzt aber. Zack, Junge, rein in die Geweide. Und schneid ihm sein Arschloch auf. Ja, das ist komplett easy, das Game. Ich habe ihm zweimal komplett reingestochen. Warum? Der hat das auch. General der Menschheit, ja, ist gar nicht hoch. Yo, Tündermeer, Digga. Dämon-Version. Oh, aber der heilt sich. Habt ihr gesehen im Hintergrund? Okay, ist noch nicht vorbei. Kann ich ihn wieder... Ja, jetzt kann ich ihn nicht mehr interrupten. Komm, Haltung, Haltung. Ja. Und rein da. Zack, Junge. General der Scheißigkeit bist du. Boom. Was ist das? Ich bin leider... What? Oh, what? Shit. Okay, jetzt. Warte, ich höre dich nicht. Brich doch seine Scheißhaltung jetzt. Ah. Ja, ich habe kein Healing mehr. Das war's, oder? Ja. Okay, ich habe die ganze Zeit versucht, seine Haltung zu brechen. Ich war so kurz davor. War vielleicht zu greedy. Muss ich jetzt beide Phasen nochmal machen? Wahrscheinlich, oder? Vor allem sein Moralrang. Der ist ein Problem, oder? Beide Phasen? Krass. Ach, Scheiße. Scheiße, ich bin tot. Ich merke, wie ich übertreibe. Es ist übel geil. Man muss so ein Gleichgewicht herstellen zwischen den richtigen Attacken. Man kann nicht nur eine Sache spammen. Weil ich habe eben gerade, zum Beispiel, kostet der? Ja, der kostet nämlich auch Wille. Also, ich reihe erst jetzt. Ja, ich habe schon vorher gereiht. Aber jetzt kann ich es in Worte fassen. Diese ganze Willensanzeige, da geht es eher um darum, ein Gleichgewicht zu schaffen. Zwischen den Attacken. Man hat keine Kosten. Ja? Ja, der Feuerball und aber auch das. So, dann lass mich noch zweimal dodgen und schon bricht meine Haltung. You know. Ich muss auch leichte Attacken immer wieder reinsetzen. Das ist super wichtig. Damit man, ne, also immer so Feuerball, zwei Attacken, Spezialattacke. So, jetzt der, jetzt kann man mal den. Jetzt kann man mal nochmal hier. Oh, jetzt habe ich blau completely voll. Jetzt kann ich mal den machen und den. So. Jetzt rein da in die Scheiße, Junge. Jetzt schneiden wir dem sein Arschloch auf. So, und jetzt habe ich ein Problem. Oder ich halte Abstand, dass die Leiste wieder abnimmt. Das geht auch. Oh, shit, der macht zwei hintereinander.
Und rein da. Ja! Ja, ja, ja. So. Nächster. So, und der ist, glaube ich... Oh Gott. Okay, ich muss zweimal dodgen, dann zuhauen. What? What? Den kann ich jetzt wiederum gar nicht staggern. Das ist, das heißt, ich muss jetzt ein ganzes Moveset lernen. Rein da. Okay. Oh, shit! Ich bin fast tot. Also mit drei Heal-Pots, diesem Bossfight, ist aber auch schon... Ist schon krass. Beide Phasen mit drei Heal-Pots? Ich hab den jetzt Oh Gott. Das Game ist gut. Okay. Für mich wäre interessant, wie man die Heal-Pots vielleicht erhöht. Geht das? Kampfvorbereitung? Gottbestie auswählen. Standartenanpassung? Namen ändern. Okay, das ist einfach nur das Design. Zauber. Lieferung? Erhalte Add-on-Objekte oder Prämien. Okay, also I guess wir müssen mit drei klarkommen. Ich denke, die erste Phase habe ich jetzt ziemlich easy drauf. Was ist, wenn wir in der zweiten Phase auf die lange Waffe wechseln? Aber dann muss ich mir einen anderen Playstyle angewöhnen wiederum. So ein bisschen von Null starten. Okay. Oh lol, das macht Damage. Shit, das darf nicht passieren. Junge, ich muss zwei Daumen... Also ich muss alles verwenden, damit ich mich heile. Gedodged, Junge, weil ich ein Pro bin! So! Ah, shit. Ja. Ja. Okay. Also, wichtig ist, wenn er seinen Crit macht, kann ich seine Haltung, glaube ich, nicht brechen. Das heißt, und mein Problem ist, dann spamme ich immer schon Knöpfe und die werden erst zu Ende ausgeführt. Das heißt, ich kann gar nicht in Time dodgen. Soll ich mal die andere Waffe ausprobieren? Vielleicht ist das die ganze Zeit übel die easy Mechanic, weil das irgendwie noch mehr seine Haltung... Weiß ich nicht. Okay. Lol, ich dodge seinen Angriff und er kann instant wieder reinkommen. Nee, also das Schwert ist viel besser, weil es ihn schnell interruptet. Lol. Aber, ja, der Willenschaden ist natürlich crazy.
Ja, ihr merkt's, ne? Also ich hole so lange aus und derzeit haut er mich schon immer. Selbst die leichten Angriffe. So, wie viel Schaden macht das? Okay, das macht disgusting viel Schaden. Da war ich wieder am Angreifen gerade. Das nervt, ich habe kein Healing mehr. Ja, ich bleib beim Schwert. Vielleicht in der zweiten Phase, aber... Nee, ich bleib beim Schwert. Ich glaube, der Key ist einfach alles dodgen. Alles parieren. Angriffsmuster lernen. Geduldsam spielen, jetzt nicht... Das Ding ist, dadurch, dass man ihn staggern kann, ist man so krass versucht, das auch die ganze Zeit zu tun. Ja, und zack. Und zack. Ja, da muss ich einfach kreis spam, Junge. Hä? What? Oh Mann, der war fast erledigt. Da oben. Und rein. So, ein Healing nehme ich. Ich glaube auch häufiger ruhig mal, gerade nachdem ich ihn counter, so eine schöne Willensattacke. Ne? Oh, durch den... Ach, da kannst du durchhauen, Digi. Okay. So. Ich muss, glaube ich, nah ran. Hä? War doch perfekt. Ach, oh Gott. 10 Millionen Angriffe. Alle one-shotten mich. Ich dodge nicht eine Attacke. Ich habe es nicht geschafft, eine Attacke zu dodgen. Ey, der hat aber auch krass viele unterschiedliche Angriffsmuster direkt. Also ich muss anerkennen, der ist echt schwer. Es kann sein. Guck mal, das tue ich, glaube ich, auch mal weg. Wie tue ich denn das weg? Wow, ich habe ein drittes gefunden. Entfernen. Habe ich irgendwas, was... Elixier. Stellt Gesundheit wieder her. Kann mehrfach verwendet werden, verschwindet auch nicht so bei der... Ach, das ist die... Ja, ja, ja. Ja, also der ist schon echt tough. Was ich mir denke, so, wenn Leute dieses Spiel sich so bei Karstadt, weißt du, ihr seht das bei Karstadt und denken sich so, ach ja, sieht nett aus. Und dann spielen die diesen Fight und ich denke mir so, yo, die... Also, wenn das das erste Souls-like ist. Ne? Ach, scheiße. Oh, das ist so bad. Also ich glaube, die Frustrations- oder die Dingsschwelle
nur noch ein Healing. Für die viel schwerere Phase, Junge. Oh mein Gott! Das war... kam unerwartet. Und rein damit. Und raus. Also man muss eigentlich nur gut parryen die ganze Zeit. Aber es ist nicht leicht. Okay, wenn er das, die Keule im Boden steckt. Okay. Nein. Okay, das ist ein Charge. Hä? Das war doch in Time. Ich war mir ziemlich sicher, dass das in Time war. Oh Mann. Was habe ich um halb, Mann? Ich muss, glaube ich, jetzt ins nächste Meeting. Ich will aber den Boss schaffen, bevor wir aufhören. Wir machen jetzt einfach weiter. Also nochmal um den Gedanken von eben. Stell dir vor, du bist 12, kauf dieses Game. Na gut, das glaube ich nicht ab 12, aber stell dir vor, es ist das erste Souls-like. Du spielst normalerweise Mario Party oder so. Und dann kommt dieser Boss-Fight. Das finde ich immer so krass. Ne? Und da kommt wieder dieser Hardcore. Nein, das muss so schwer sein. Und denk halt nur an sich. Das finde ich immer so schade. Zumindest habe ich das Gefühl. Mal einfach mal nur Viereck. Nur Viereck? Okay, einfach nur Viereck? Bis er mal crittet wahrscheinlich. Hey! Ich muss wieder direkt zu ihm sprinten. Scheiße! Jetzt rein da. Was redet er eigentlich die ganze Zeit? Mit mir ist es wie... Es kann nicht sein, dass ich jeden Crit fresse. Es ist so bad. So, jetzt einfach nur dodgen. Ist ganz einfach. Das Game ist so bestrafend, wenn man es nicht geparried kriegt. Weil es gibt ja keine Rolle. Also es gibt quasi keine Safety-Variante. Weil wenn ich ja das Timing verkacke mit dem Blocken, ich kann das ja nicht gedrückt halten. Klar, ich kann den hier machen. Aber man muss ja auch eigentlich parryen, um bei den ganzen Mechanics hier mit Wille und Moral und hast nicht gesehen, um auf zu sein. Und es ist halt giga bestrafen, wenn man das verkackt mit dem Parieren. Und wenn du dann Bosse hast, die irgendwie 5, 6 verschiedene Movesets haben, ist schon krass. Jo, der macht einfach direkt einen Crit. Das muss aufhören bei mir. Also actually, normale Angriffe ziehen halt kaum Leben ab, ne? Muss man auch mal... Also eigentlich geht es wirklich nur darum, die Haltung zu brechen, um dann diese Crits zu machen. Das heißt, wir dodgen einfach nur und machen dann Y. Aber ich bin dann immer nicht nah genug dran. Doch, jetzt. Bin tot. Aber ich glaube, das ist so, wie man spielt. Wobei, eben habe ich einfach nur leichte Attacken gespammt.
War aber gar nicht so Wolf. Ja, er konnte nichts machen, aber bis dann die Crits kamen. Und auf die war ich dann nicht vorbereitet, weil ich Nahkampf spamme. Und hier Tamumba noch 80 Attacken ausführt, ehe ich mal dodgen kann. Das heißt, ich probiere jetzt mal nur parryen. Willensangriff. Hier kann ich mit dem Willensangriff starten, dann kann ich mit denen machen. Kann ich actually gar nicht, weil ich muss ja ein paar leichte Attacken machen. Ne? So. I shall protect you from further harm. Tend to your wounds while you can. Ich kann mich nicht heilen. Ey, wirklich. Das Heilen ist nicht gut. Das muss umgelegt werden. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich tryharde so und dann auf einmal muss ich so machen. Also ich tryharde hier den, auf einmal muss ich zurückgehen und mich heilen. So. Das kann's doch nicht sein. Aber ich will jetzt auch nicht hier in die Einstellung gehen und lang und breit, ehe ich das finde und umgelegt habe und mich auch dann dran gewöhnen. Ich habe ja auch theoretisch keinen Knopf frei, also ich wüsste jetzt auch gar nicht. Jo. Klar, opene einfach mal mit dem Crit, Digga. Okay, zwei leichte und schwere. Zu früh. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Ich kann mich nicht heilen. Oh Mann. Das Heilen ist so bad. Aber ich brauche mich eigentlich nicht heilen, würde ich alles parryen. Kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie irgendwas gar nicht sehe. Und der Bossfight für mich gerade super unnötig schwer ist. Das Elixier ist weg, okay. So, no hit run. Ich muss Kombos machen. Das war leider doch ein Hit. Okay, der Zauber ist auch eine Willensattacke. Eins, zwei, drei. Eins. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Rein damit. Und weg. So. Ehe ich den schaffe. Wie hat er das getroffen? So, und jetzt habe ich das Problem. Ich muss ja aggressiv spielen, weil ansonsten ich jetzt... Das Ding ist, ich kann da nicht stehen und die ganze Zeit versuchen zu parryen, weil irgendwann ist meine Haltung gebrochen. Ne, nicht, wenn ich es immer erfolgreich schaffe. Ey, das ist so hart. Krass. Weil ich muss ja nah ran und schnelle Hits machen, weil nur mit schnellen Hits... Zumindest habe ich sonst nichts entdeckt. Bringe ich die Willensanzeige in den positiven Bereich.
crazy. Das Ding ist, er ohne zweite Phase wäre ein super Einstiegsboss, finde ich. Weil es halt... Ich habe alles literally gelernt. Eins, zwei, drei, vier, zack, zack. Ja, da wollte ich jetzt die ganze Zeit zu viel, ne? Da habe ich auch zu früh geheilt. Okay. Aha. Er hat keinen Bock mehr. Jetzt geht er auf den anderen. Hä? Der guckt immer auf den anderen und schlägt dann aber doch mich. Wie bitter ist das? Wie bitter ist das? Junge, ich lade meinen schweren Angriff auf, währenddessen führt er seinen Crit aus. Wieder! Okay, ich hab's... Nee, ich hab's nicht geschafft. Junge, er macht seinen schweren Angriff, während ich meinen... Ich schwör's euch, es war jetzt dreimal der Fall, dass schwere Angriffe von mir stattfinden, während er sein Crit auflädt. Ich glaube, man muss es so spielen. Also er macht die Crits mega random, weil manchmal hat er die jetzt gar nicht gemacht, gefühlt. Manchmal direkt als Opener. Aber mein Gefühl ist, dass so, nachdem er Half-Life ist, er die spammt. Ich kann halt meine Attacken leider nicht mit parieren, interrupt, you know. Okay, und ich glaube, ich muss zweimal Kreis drücken. Ja, ich glaube... Okay, da hat er mich jetzt irgendwie getroffen. Ja, mach doch. Jawohl, jetzt heilen. Zack, Schlückchen. Jetzt haben wir noch zwei Healing. Das wäre kind of okay. Mein Problem ist gerade, ich muss anerkennen, ich muss den echt üben. Und es würde eine Weile dauern und dann schlage ich den auch, alles cool. Aber ich glaube, ich bin jetzt seit einer halben Stunde schon an dem. Aber ich würde so gerne die Aufnahme mit einem Win beenden. Das ist mein Problem. Eiskritz, wirklich. Das ist so kacke. Ich dodge doch. Scheiße. Jetzt tilt ich langsam. Nein. Ihr merkt, ich werde immer schlechter gerade, weil ich tilte. Okay, kurz mal. Also ich glaube, schnelle Angriffe mit Willensattacke als Follow-up. Ich will halt seine Leiste oben einengen. Damit ich dann die fetten Crits machen kann. Die tödlichen Schläge oder wie die heißen. So, dafür muss ich diese Willensangriffe machen. Aber
Es ist auch nicht zu vernachlässigen, dass ich... Okay. Ich kann auch einfach die Zauber machen. Okay. Easy. Ich muss einfach seine Crits dodgen. Das macht den meisten... Er wins. Ich habe keine Reichweite mit dem Schwert. Da. Das macht... Ja. Oh, oh. Scheiße. Habe ich ihn. Ich kann ihm in Luft den Feuerball reindrücken. Ist mir gerade aufgefallen. Hä? Warum trifft mich das? So, Digga. So. Jetzt einmal heilen. Oder? Ja. Geht nicht, geht nicht. Ah, ich habe kein Healing mehr. Ich bin beim falschen Healing. Okay. Das ist das. Ein Hit. Junge, das. So. Oh. Ach, dann kann ich ihn schlagen. Okay, Leute, ich muss aufhören. Tut mir leid, ich habe keine Zeit mehr. Also was ich jetzt im Anschluss machen werde, ich werde bei Leuten, von denen ich weiß, dass sie das Game gestreamt oder aufgenommen haben, Simon, Maxim, da werde ich mal reinschauen, was die zu dem Boss, weil ich finde ihn echt schwer. So, und ich bin ja wirklich kein Neuling, was das Genre angeht. Klar, komplett neue Mechanics, also gerade das Parieren, und Nioh nicht gespielt, einmal reingeschaut, war auch hier auf dem Kanal. Ihr könnt mal vorbeischauen übrigens. Nioh 2 hatte ich angespielt. Ja! Ey, aber Game übel geil. Also ist jetzt nicht so, dass ich komplett gefrustet bin und das scheiße finde. Ist ja geil, wenn Bosse schwer sind. Aber es kann halt auch sein, dass ich irgendeine wesentliche Sache überlesen habe, übersehen habe. Ne, ich habe jetzt hier keinen Live-Chat, der mich auf irgendwas hinweist. Mal gucken, ich bin gespannt. Lasst gerne ein Like da. Ich verabschiede mich. Schaut bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüssi.